Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Supermarkt Simulator. Meine Damen und Herren, in der letzten Folge haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben einerseits wieder mal unseren Supermarkt umgebaut und zweitens haben wir neue Lizenzen gekauft. Wir sind nämlich jetzt im Besitz, Entschuldigung, ich muss hier kurz durch, Licht an, im Besitz von Bier. In allen tollen Variationen. Dann ist hier noch ein bisschen Woddy. Easy going. Wie immer natürlich, Leute, lasst die Finger von so einem Teufelszeug. Aber irgendwie müssen wir ja unseren Laden hier am Laufen halten. Apropos am Laufen halten. Ich mache direkt einmal auf. Wir sind im Besitz von 2,4. Also wir haben, ey, in der letzten Folge die Kasse hat geklingelt. Jetzt sind allerdings so langsam, ja, man sieht es hier schon, unsere Lagerbestände aufgebraucht. Da müssen wir auf jeden Fall mal wieder ballern. Weil die Leute, die kaufen uns die Haare vom Kopf. Das ist ja was Gutes. So, oh, Pommes. Ja, gemischte Pizza. Oh, da wäre fast ausverkauft. Das Gute ist, dass wir jetzt einfach mal schön 2400 zur Verfügung haben, die wir direkt rausballern können. Stimmt, das, ey, wir sind komplett schuldenfrei, weil wir hatten versteckte Superschulden, die uns fast in den Ruin getrieben hätten. Oh, wir sind schon fast wieder pleite. Hier noch ein bisschen rein. Oh, ah ja, warte, ah, Moment. Wir haben die versteckten Kosten vergessen. Naja, wir müssen jetzt nochmal hier Hummus, Chips. Warte mal, wir brauchen 3100? Bitte beeilt euch, kauft wie die Verrückten. Guck mal, wir haben fast $200 Storage-Gebühren. Aber das ist in Ordnung. Bitte, bitte mehr kaufen. Wunderbar. Jetzt ab nach draußen. Ich konnte Bierblondes. Alter, die wollte direkt aus dem Fass saufen. So, jetzt müssen wir das mal alles hier so ein bisschen einräumen. Im besten Falle so smart, dass wir jetzt nicht die ganzen anderen Dinger wegballern. Ja, wer braucht schon Milch, Alter? So, der Hummus. Ja, das ist alles noch nicht richtig einsortiert. Also, ich würde sagen, Ziel für heute ist es auf jeden Fall. So, hier nochmal. Ja, den kann ich doch direkt einräumen. Ziel, Lager ausbauen. Das ist, glaube ich, jetzt, wo wir die neuen Lizenzen haben, brauchen wir ein dickes, neues, fettes Lager. So, Fässer kommen auch direkt rein. Ja, guck mal hier, da ist doch hier noch Platz. 6 dicke, saftige Fässer. Ist auch alles leer. Dann nochmal Paletos Nachos. Ey, ich sag euch, irgendwann gibt's Paletos Nachos. Ich finde den Namen einfach geil und ich finde Nachos geil. Keine Sorge, es gibt keinerlei Pläne für Paletos Nachos. So, hier kommt das rein. Das süffisante Getränk, was eigentlich Gift ist. Machen wir uns nichts vor. Und es ist Real Talk, ist einfach so. Denn Alkohol ist ein, wenn mich nicht alles täuscht, Nervengift. Richtig? Oder liege ich da falsch? Mann, wo ist denn hier noch Platz? So, die dürfen jetzt erstmal hier ein bisschen chillen. Obwohl, warte mal, die müssen wir schon irgendwo lagern, damit die dann mal schön nachgeholt werden. So, ich guck mal, ob irgendwelche Sachen noch fehlen. Hier, aber Bierblondes? Das ist schon wieder weg, oder was? Ja, warte, dann hole ich nochmal zweimal saftiges Blondes. Ich bin der Meinung, dass da gutes Blondes war. So, zack. Oh, ist auch fast schon wieder Feierabendzeit. Das Komische ist, okay, ich wollte schon gerade sagen, die Kassen sind voll, da beschweren sie sich. Ja, können wir jetzt nicht ändern, Leute. Ist doch jetzt sowieso gleich Feierabend. So, schön, 3000 oder was? Ja, fast, 2,8. Abfahrt. 47 Kunden. Oh, 3800. Sehr, sehr geil. Wir können jetzt mal gucken, was würde denn eine Lagererweiterung kosten? Verwaltung, Lager. Oh, ja, Abfahrt. Macht das Lager größer. Kaufen wir direkt. Hier. Wollte ich gerade sagen, wo ist denn da jetzt bitte das Lager größer geworden? Okay, ich würde sagen so, hier, zip, zapperab. Haben wir hier ansonsten? Nee, ist alles gut. Machen wir direkt mal open, damit wir jetzt gleich ein bisschen Kohle haben. Für Regale, kleines, oh ja, warte mal, dann mache ich mal direkt Turbo Boost, damit wir vielleicht noch ein drittes uns kaufen können. Kommt jemand einkaufen bei uns, bitte? Ah ja, da höre ich doch klingeln in der Kasse. Jawohl. So, einmal kaufen. 3 Stück, das sollte sogar auch gut passen. Weil dann haben wir hier noch... Geht das nicht noch effizienter? Weil hier ist jetzt noch so viel Fläche. Aber egal, für den Anfang ist es erstmal gut. Da würde ich dann auch die ganzen neuen Produkte mal hinballern. Ich kann mal gucken, ob wir hier vielleicht das Glück haben, dass wir vielleicht da sogar 3 hinballern können. Guck mal hier, wenn wir jetzt rechnen. Ja, da passt easy noch ein drittes hin. 100 pro. Ja, geiles Ding. Warte mal, dann kann ich hier die Sachen, die sowieso übrig sind. Haben wir ansonsten noch irgendwas rumliegen? Nee. Oh, was? Ah, hier liegt noch Handseife. Junge, wo sieht jemand die Handseife? Nee. Komisch. Hier, Handseife. Okay, dann lasst uns jetzt mal direkt den... Oh,
warte, den nächsten Warenkorb gleich aufmachen. Denn ich kann mir vorstellen, dass hier schon wieder viel ausverkauft ist. Ja, guck mal hier, beim Blonden. Auch hier, ey, dieses Ale verkauft sich und Woddy. Der Wodka fast weg. Warte mal, die Bestellung mache ich einmal. Dann können wir die nämlich auch direkt einpacken. Da kommt ein Double Blondes, weil das sind die Bierfässer. Da kann ich auch nur einen reinstellen. Dann kommt hier direkt darüber der Woddy. Aber ich glaube, man kann Double Woddy machen. Ja, Double Woddy. Dann haben wir noch die, das, oh, nee, die will ich hier schon einsortieren. Von denen kann man ganz viele reinballern, weil die so klein sind. Dann haben wir das doch auch. Dann gucken wir mal, was es noch gibt. Müsli, Nudeln zweimal, Kaffee, bisschen Milch, bisschen Schokolade, natürlich die Hähnchen, ein paar Kartoffelsäcke, Bleichmittel, Shampoo, Toilettenpapier, Mozzarella, Puderzucker. Oh, da sind wir schon wieder bei 1200. Jetzt einmal ballern, schön verkaufen. Genau, zip, zap, rap. Mach mal schön ordentlich Umsatz, sodass wir hier... Ah, oh nein, ich muss vielleicht schnell was löschen. Grüner Tee, Bier Blondes. Ich kann es nicht löschen. Ah, oh, jetzt ist 21 Uhr, ihr Miesen. Ah, gut, ich hoffe, da ist jetzt nichts ausverkauft. Aber das Einzige, worüber sich beschweren, sind, dass die Kassen zu voll sind. Das müssen wir auch unbedingt angehen. Aber moneymäßig sieht das schon wieder sehr saftig aus. Jemand konnte Hähnchen nicht finden, ja. Das ist blöd. So, die letzte Dame da vorne. Sehr gut. Abfahrt. 50 Kunden. Oh, 4.400. Das ist absoluter Weltrekord. Also, wirklich. Und das Geile ist, wir haben halt, guck mal, wir müssen nur noch Miete und hier Stromkosten und so weiter bezahlen. Das ist halt mega gut. So, jetzt können wir mal hier dick bestellen. Oh ja, hier ist sogar noch was auf dem Boden gelandet. Aber das Geile ist, hey, guck mal, räumen die Fässer nicht richtig ein? Ich weiß es nicht. Wo? Da habe ich das Fass aber noch gerettet. Ich weiß nicht, sind das diese klassischen Fässer, die man sich so kaufen kann, wo man dann selber zapft? Ich weiß das nicht. Dann ist doch hier... Was liegt hier noch? Ah, hier ist noch so eine Cheesy-Pizza. Komm, die räumen wir auch nochmal ein. Stimmt, warte mal, wir können auch noch mindestens ein Regal mal kaufen. Ich kaufe sogar einfach mal ganz enthusiastisch zwei. Machen wir open. Ah, warte, was liegt denn hier noch? Grüner Tee. So, komm mal her. Da draußen liegt auch noch irgendwas. Ja, aber ich glaube, noch eins passt hier nicht hin. Ich würde sagen, wir haben hier den Raum schon optimal genutzt. Ja, ja. Also, nicht mal hier. Oder hier. Oh, ja, aber das wär ätzend. Da so mitten im Weg, das ist auch Mist. Ich leg das hier einfach dann mal hin und wir schnappen uns... Ah, guck mal, hä, wo kam das denn her? Nun gut, Platz haben wir. Das Öl ist zu teuer. Ja, komm, machen wir 4,50. Dann ist doch nicht zu teuer. Wir haben hier die besten Preise. Guckt das euch an. Hier die Süßigkeiten. Tipptopp. So, Leute, jetzt aber mal schön kaufen hier. Oh, wir könnten nochmal gucken, ob wir nochmal einkaufen müssen. Eigentlich... Oh, Macaroni zweimal. Hier auch nochmal zwei. Das ist ja fast immer ausverkauft. Oh, Sushi groß. Das wird auch wieder teuer. Alter, wir sind bei 2.200? Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. 2.000, ja, okay, wir müssen jetzt ganz schnell ganz viel Geld verdienen. Wie wäre es damit? Es fehlen ja nur noch 1.700. Ja, aber es ist relativ gut. Also wir haben gute Kunden. Ich glaube, jetzt sagen wir mal, Rekord wird das nicht. Das Ding ist, es ist ja auch gleich schon wieder Feierabend. Vielleicht schaffen wir das auch gar nicht. Nee, die Zeit geht vorher aus. Dann müssen wir morgens bestellen. Wie sieht das aus, Leute? Schaffen wir noch 2,7? Ja, ich denke schon. Ja, locker. Okay. Das ist ja auch gut. Ich liebe einfach dieses Feature des Schnellermachens. Das ist halt einfach nur eine geile Zeitersparnis. Und man macht halt viel besser Progress. Sonst hätte ich aus zeittechnischen Gründen wahrscheinlich auch das Projekt schon pausiert, bis es vielleicht so eine Funktion mal gibt. Weil... Es dauert halt Jahre, wenn du hier so einfach AFK rumstehst. So, Abfahrt. 48 Kunden, 4.000. Geil. Direkt bestellen. So. Oh, und alles einsortiert. Junge, das ist doch geil, Mann. Wir müssen natürlich direkt trotzdem nochmal gucken. So Sachen wie Puderzucker und Nudeln. Weil irgendwas, muss man sagen, fehlt immer. Egal wie groß dein Lager ist, wie viel du regelmäßig einkaufst, irgendwas kommt dann doch nochmal um die Ecke und sagt... Hallo, ich brauche wieder ein bisschen was davon. Guck mal, sind jetzt hier auch schon wieder bei 1600. So, let's go. Aber das sollten wir jetzt dieses Mal easy noch während der Stunden erreichen. Hoffentlich. Guter saftiger Schluck Wasser. Ah, ja, ja. Ist natürlich mein guter Hauswodka. Nein, ist natürlich nicht. Denn Paletto trinkt keinen Alkohol. Zumindest aktuell. Ich habe voll lange nichts mehr getrunken. Ein paar Jahre. So, neue Bestellung. Ja, direkt pack rein. Oh, was hat der eine gesagt?
Oh, ich glaube, ich muss gleich nochmal selber mitkassieren. Ich muss zugeben, ich habe zwar keinen Bock drauf, aber wir brauchen einfach diesen dritten Kassierer. Du kommst ansonsten echt nicht mehr hin. Das ist wirklich sonst zu krass. Und ich glaube, damit würden wir auch nochmal deutlich mehr Umsatz machen. Aber bedeutet, ich muss halt noch irgendwie 400 Leute abkassieren. Und das ist heftig. Oh, 53 Kunden, wieder über 4000. Also die neue Lizenz, die macht sich meiner Meinung nach schon echt bemerkbar. Ich weiß gar nicht, was kostet die nächste? 3500. Das wären dann nochmal Chips, Kartoffelpüree, Pfeffer, nochmal Puderzucker. Was haben die denn mit ihrem freaking Puderzucker, Alter? Aber das wäre eine Möglichkeit. Den Laden müssen wir jetzt zwangsläufig noch nicht. Hier, da. 400 Mal müsste ich noch abkassieren. Öffnen. Dann nochmal gucken, was gebraucht wird. Hier sieht es ja gerade eigentlich ganz gut aus. Ja, können wir uns sogar direkt leisten. Sehr nice. Vielleicht mit ein bisschen Glück holen wir uns dann direkt die nächste Lizenz. Obwohl, wir bräuchten schon sehr viel Geld, würde ich sagen. Weil wir bräuchten die 3500 plus auch noch das Geld, um überhaupt jeweils eine Portion davon zu kaufen. Ja, aber das könnte schon... Na, wir bräuchten bestimmt 4000. Na, kriegen wir vielleicht 3,5 hin? Das sieht aber lecker aus. Das sieht wirklich gut aus. Wir müssen trotzdem prüfen. Naja, es ist wahrscheinlich wieder total viel ausverkauft. Na, es geht eigentlich. Obwohl, wahrscheinlich unten bei den teuren Sachen. Gemischte Pizza, Pommes, Kartoffelsack. Toilettenpapier wäre gar nicht nötig gewesen hier beim Lachs. Steak. Ja, das ist ein dicker Batzen. Aber wir haben 4000. Und das geht auch noch höher. Alter, Junge, what? Das ist schon heftig. 4700 war ein 4000er Tag. Sehr geil. Und wir haben immer noch 4400. So, ich mach direkt open. Mach hier, kaufen. Dann haben wir trotzdem 3000. Oh, hier ist eine Sache. Ah ja, die packe ich mal hier. Wunderbar. Okay, das ist geil. Ja, ja, dann kaufe ich direkt. Wir warten jetzt, bis wir 4000 haben. Und dann kaufen wir alles. Wunderbar. Wir sollten auch noch im Supermarkt. Jo. Ah, hier. Hier ist noch ein komplett freies Regal. Perfekt. Ja, dann macht doch mal hier aber Speedy Gonzales Abfahrt. Na komm, Leute. Bedient euch. So, wir haben jetzt vier. Wir machen mal bis 4000. Oh, warte. Doch, wir müssen uns beeilen. Weil sonst schon wieder Feierabend ist. Verwaltung. Geil. Neue Lizenz. Batz, Junge. So, direkt die neuen Sachen. Chips. Zweimal das Mehl. Zweimal Kartoffelpüree. Pfeffer. Reis. Sandwichbrot. Puderzucker. So, direkt kaufen. Dann natürlich müssen wir wie immer alles einmal einsortieren. Warum ist das hier so dunkel? Hallo? Warum ist das Lager so dunkel? Weil das Licht hier nicht mehr ausreicht. Wir brauchen wahrscheinlich wieder neue Lichtquellen. Ja, ich sehe jetzt gar nicht, was ich hier richtig reingelegt habe. Sind jetzt aber keine krassen Produkte. Es sind eher, glaube ich, so die Luxusmarken von den Sachen, die wir schon haben. Wirkt zumindest so. Was ist denn das? Ja, das ist Powdered Sugar. Aber in so einer Fancy-Flasche. Und hier sind nochmal so... Ach Mist, wir müssen die auch einsortieren, ich Trottel. Sonst meckern die Leute ja direkt wieder. So, zack. Bringt ja nichts, dass ich die Sachen ins Lager baller. Sondern, oh, Kartoffelpüree. Muss ich ja sagen, mag ich auch aus der Packung. Also so also aus der Tüte. So, warte mal, die ich draußen habe... jetzt noch nicht direkt. 5,19, 6,27. Wunderbar. So, was haben wir hier draußen noch? Einmal Sandwich Toast. Komm ran. Muss ich ja sagen, ich liebe ja Toast. Ich esse ihn eigentlich so gut wie nie, aber ich liebe ihn schon. Weil, Junge, der Nährwert von Toast geht, glaube ich, gegen null. Aber es ist so geil, Mann. Schön mit Erdbeermarmelade oder so. Warte mal, hier der... Ah, guck mal, das können wir überschreiben. 4,87, hallo. Was haben wir hier noch? Eine Pfeffermühle. Ja, Abfahrt, Alter. Ja, komm, zack, pack die Pfeffermühle ran. Pfeffermühlenpreis. Oh, Alter, sie hat aber gerade saftig in die Tasche gepackt, den Woddy. So, Pfeffermühle. Kommt hier auch nochmal ran. Und ich hoffe einfach mal, dass wir damit alle Produkte auch eingeräumt haben. Ah, nee, warte, dieser Powdered Sugar nicht. So, guck mal hier. Sehr gut. Geil! Direkt neue Lizenzen eingeführt. Müsste bedeuten, dass wir eigentlich da auch nochmal Zusatzumsatz machen können. Lassen wir uns mal überraschen. Bedeutet auf jeden Fall, dass wir davon... Ah, kann ich direkt machen. Sicherlich nochmal mehr kaufen müssen. Guck mal hier, Junge, das Mehl direkt ausverkauft. So, sehr gut. Einkaufsliste fertig. Die letzten Leute kommen nochmal ran. Danke. Und Abfahrt. 49 Leute, 4100.
So, ich bin jetzt gespannt. Zack, machen direkt auf. Ob wir es schaffen, nochmal den Umsatz zu steigern. Was haben wir hier? Ach, den Humus. Haben wir den nicht hier drin? Haben wir hier noch ein freies Fach? Ja. Hier ist nur alles frei. Das war, glaube ich, noch das Mehl. Ja, geht nur einmal oder geht auch... Ja, geht auch zweimal. Perfekt. So, Leute. Agan. Oh, warte. Ah, von irgendeinem Produkt ist der Preis noch nicht gesetzt. Von dem Puderzucker. 6,16. Ja, deshalb greift der da auch zu. So, Leute. Ja, guck mal, das ist doch... Oh. Das Piepen ist wie Musik in meinen Ohren. Ein Traum. Weil jedes Piepen bedeutet Umsatz für uns. So, ich gucke jetzt hier nochmal rein. Also das Gute ist, dass wir lange, toi, 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 kein Problem damit hatten, dass irgendwas krass lange ausverkauft war. Wir hatten immer so einen nicen Cashflow, dass das wirklich easy war. Hier können wir auch alles direkt bestellen. Geil. So, hier nochmal das Mehl. Habe ich das Mehl nicht reingeballert? Oder was ist das? Egal, passt ja, wenn es hier reinkommt. Und wir haben ja noch Platz im Lager. Aber ich glaube, die nächsten Lagererweiterungen, die sind richtig teuer. Ja, hier zeigt er die ganze Zeit an, dass es alle wäre. Ist es nicht? Ah, warte, weil wir dafür wahrscheinlich keinen Spot haben. Das könnte sein. Ja, ja. Wir haben keinen Mehlspot. Ah, okay. Dann kann natürlich auch nichts nachgefüllt werden. Das macht Sinn. Ja, ja. Da wird auch kein Preis. Boah, 9,49. Saftig. Okay, dann ist auch alles gut. So, dann lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube, Rekordtag wird es nicht. Dafür war das mit dem Mehl, glaube ich, ein kleiner Fail. Aber trotz der ganzen Ausgaben noch 2200. Müssen jetzt eh noch nicht gucken, was fehlt, weil wir können eh nichts kaufen. Krass. Doch nochmal 3000. Jawollo. Und Feierabend. Oh, 44 Kunden nur. Interessant. Ach doch, insgesamt die Kunden 58. Ja, es waren halt teilweise die Leute nicht so zufrieden. Aber das ist auch in Ordnung. Ich mach direkt auf. So, jetzt wieder. Also langsam werden es echt unfassbar viele Produkte. So, zwei. Oh ja, das passt. Zack. Landet war. Oh ja, bisschen was draußen. War auch meiner Meinung nach ein relativ guter Call, direkt als erstes das Lager zu erweitern. So, aber jetzt haben wir gar keinen Stress. Können hier wieder den Tag schön durchlaufen lassen. Oh, Alter, der eine hat richtig Pizza gekauft. Wieso? Der die ganze Zeit Pizza? Sushi ist beliebt. Einer beschwert sich über das zu teure Shampoo, aber gekauft wird trotzdem. Wichtig ist ja nur, dass die Meldung nicht kommt, yo, das und das ist ausverkauft. Also das rasiert gerade richtig. Wie das Money steigt. Wir haben jetzt hier gleich die 3000. Ist auch schon wieder Feierabend. Ja, das lasse ich mir gefallen. Aber wie sind die Umsätze? Das wird jetzt wichtig sein. Also wir sind bei 4400, 4,6. Schaffen wir 5? Nee, das ist jetzt die letzte Dame. 4,9. Hört sich heftig an. Ist es, glaube ich, auch. Tag beenden. 57 Kunden, 4500. Müsste jetzt Rekord sein. Und es geht halt kaum was weg, Junge. Wir haben 4600. Das ist heftig. Klar, jetzt muss Paletto wieder ordentlich nachkaufen. Aber ich glaube, es ist gar nicht so heftig. Hier ein bisschen Puderzucker, Kartoffelpüree, Sandwichbrot. Humus brauchen wir gar nicht. Eier ist eigentlich auch nicht nötig. Ja, Kalbskotelett, Sushi groß. Das sind natürlich schon eher große Posten. Aber ist jetzt auch nicht zu schlimm. Ja, überhaupt nicht. Ja. Zack, Alter. Batz. Haben trotzdem noch 2300. Was haben wir hier draußen noch? Ah, dieses Sandwichbrot. Das können wir mal wechseln mit diesem Mehl. Was wir, glaube ich, ja, das haben wir 20.000 Mal hier drin. Super dumm. Kann ich die nicht, die kann ich doch auch zusammenlegen. Ach, da ist sogar schon was drin. Ja, das müssen wir noch mal ein bisschen optimieren. So, das Brot. Wo habe ich das Brot? Kurzzeitgedächtnis? Da. Und jetzt einfach wieder nur warten, dass das Geld reinrollt. Und dann könnten wir, warte mal, welche Lizenz hätten wir denn als nächstes? Oh, 5600. Bleichmittel. Nein, Edgar. Galette-Schinken. Rinderhackfleisch. Oh ja. Das würde ich mir vielleicht eher holen. Wir retten Edgar. Oder wir verkaufen ihn. Eins von beiden. Krass, wir können noch einmal das Lager erweitern? What? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, macht jetzt bitte nochmal ordentlich Umsatz. Ich gönne mir nochmal einen Löten. Ja, da klingelt saftig die Kasse. Oh, warte, irgendein Mehl konnten die nicht finden. Was für ein Mehl? Wo ist denn hier, was? Ist es das hier unten? Welches Mehl ist denn komplett ausverkauft? Bin ich blind? Blöd beides? Mehl. Hä? Digi. Ja, weil dann müssen aber die Packer zu langsam sein. Das ist dann schon der Fall, weil es müsste eigentlich alles perfekt im Lager sein. Boah, wir haben über 5000. Alter Junge. Das ist schon
Richie Rich Style. Batz, Alter, 5600, Abfahrt. 55 Kunden. Oh, nur 3300 fanden das Produkt zu teuer. Hat das unsere Sachen krass geschmälert? Weil 3300 ist echt wenig. Also wir haben heute wieder Rekorde gebrochen, aber der Abschluss? Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was das war. Denn Leute, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, schallert wieder mal den Like rein. Wenn ihr Bock habt auf mehr, guckt natürlich gerne auf paluten.shop vorbei. Und ansonsten habt einfach noch einen schönen Tag, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.